Mit der Veröffentlichung des Buches zu Star Wars Episode 8 – Die letzten Jedi haben wir einige Antworten auf unbeantwortete Fragen bekommen. So auch auf die Frage, wie Rey in Episode 8 auf einmal so mächtig werden konnte, dass sie sogar gegen einige Mitglieder der Prätorianergarde Snokes bestehen konnte. Den Grund dafür erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin leider immer noch krank, weshalb das Video heute auch nicht so mega lang ist. Ab morgen wird es jedoch wieder längere Videos geben. Schon in Episode 7 war Rey auch ohne Training schon sehr stark. Sowohl in der Macht als auch mit dem Lichtschwert. Sie schaffte es Kylo Rens Gedankenmanipulation zu widerstehen und konnte sogar gegen ihn im Lichtschwertkampf halbwegs mithalten. In Episode 8 scheinen sich ihre Kräfte jedoch um ein Vielfaches verbessert zu haben, was sich nicht durch den Film selbst erklären lässt. Natürlich hatte sie ein Training bei Luke. Allerdings scheint dies nicht sehr lange gewesen zu sein und im Film bekommen wir bei weitem kein Training gezeigt, was Reys Fähigkeiten im Kampf in Snokes Thronsaal rechtfertigen würde. Im Buch zu Episode 8 bekommen wir jedoch Hinweise, dass Reys Fähigkeiten in Episode 8 etwas mit der Verbindung zwischen ihr und Kylo Ren zu tun haben. Es wird beschrieben, dass, nachdem Rey das allererste Mal mit Kylo verbunden war, sie merkte, dass mehr in dieser Situation vorgegangen war, als nur das eigentliche Gespräch mit Kylo. Sie spürte, dass sie auf einmal wusste, wie Kylo ganz bestimmte Machtfähigkeiten für sich nutzen konnte und sie auch auf einmal diese Fähigkeiten selbst anwenden konnte. Nur durch dieses eine Treffen bekam sie also schon neue Einblicke in die Macht und wie sie sie nutzen konnte. Und bis sie dann schließlich auf Kylo und Snoke auf der Supremacy traf, gab es diese Verbindung ja noch einige Male. Das bedeutet also, dass sie nur so stark in diesem Kampf gegen die Prätorianer war, weil sie sich von Kylo Ren intuitiv Fähigkeiten aneignen konnte. Die Frage dabei ist dann jedoch, ob das eine natürliche Fähigkeit von Rey ist. Kann Rey einfach nur durch die Nähe zu anderen, deren Wissen und Fähigkeiten assimilieren und dann selbst anwenden? Das wäre dann vielleicht auch eine Erklärung, warum sie den Falken in Episode 7 fliegen und gegen Kylo im Schwertkampf gewinnen konnte. Oder liegt es eher an der Verbindung, die Snoke, wie er selbst behauptet, zwischen Kylo und Rey geschaffen hat? Ich sehe das Ganze ähnlich wie der englischsprachige Kanal Star Wars Theory, der auch ein Video über dieses Thema gemacht hat, dass Rey vermutlich nur durch diese von Snoke hergestellte Verbindung einen Zugang zu dem Wissen und den Fähigkeiten Kylos hatte. Vermutlich versuchte Snoke damit, Rey als neue Schülerin aufzubauen. Enttäuscht von dem jungen Kylo Ren, der seine Gefühle nicht in den Griff bekam, sah er sich nach einem neuen Schüler um und da tauchte plötzlich Rey auf, die es dann auch noch schaffte, Kylo auf der Starkiller-Basis eine Abfuhr zu erteilen. Deshalb stellte Snoke die Verbindung zwischen Kylo und Rey her, die es Kylo erlaubte, Rey zu sich und damit zu Snoke zu locken, es aber auch gleichzeitig Rey erlaubte, von den Fähigkeiten Kylos zu lernen. So würde Snoke direkt eine neue Schülerin geliefert bekommen, die auf demselben Stand der Fähigkeiten wie Kylo war, nur viel einfacher zu manipulieren und zugleich noch emotional stabiler war. Könnte das aber auch dann bedeuten, dass Rey durch diese Verbindung und durch die Assimilation von Kylos Kräften automatisch näher an die dunkle Seite gerückt ist? So oder so wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass Rey am Ende von Episode 8 so mächtig war, weil sie sich die Fähigkeiten Kylos aneignen konnte. Aber was sagt ihr? Wie findet ihr das Ganze? Und denkt ihr, dass Rey sich die Fähigkeiten nur durch die Verbindung zwischen den beiden aneignen konnte? Oder ist das eine Fähigkeit, die Rey immer besitzt und sich nur nicht darüber bewusst war? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte. Da habe ich euch ein Minecraft Star Wars Let's Play von meinem anderen Kanal Nerdbasis verlinkt. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!